habe gesehen, dass Wiener Neustadt zum Beispiel heute in Salzburg in Führung gegangen ist. Wir wissen auch, dass auch die viel Qualität haben, so wie jede Mannschaft in der Bundesliga in gewissen Mannschaftsteilen ihre Qualität hat. Und man muss auf alle Fälle auf der Hut bleiben und sie ernst nehmen, respektieren und voll konzentriert reingehen. Und das machen wir auf jeden Fall, das ist versprochen. Also ganz eine normale Trainingswoche für uns mit Wiener Neustadt. Auswärts sieht man auch, dass sie gute Leistungen, gute Ergebnisse bringen. Wird genauso eine ganz schwierige Aufgabe, wie das jetzt war oder wie es Ried war. Da wird nichts leichter werden. Was mich positiv stimmt, ist die Einschätzung, wenn ich sehe, was heute im Stadion stimmungstechnisch wieder los war. Da sind wir auf einem guten Weg. Das ist das, was wir uns erträumen, was wir uns erhoffen. Und deswegen glaube ich auch, dass sehr, sehr viele Leute uns nach Wiener Neustadt begleiten werden. Also es wird dann nicht unbedingt eine Auswärtspartie werden, außer dass wir heute halt nicht in unserem Stadion spielen. Ja, die Statistik ist schön, aber wenn wir dann nächste Woche ins Spiel reingehen und der Schiedsrichter pfeift an, dann interessiert keiner Mensch meine Statistik, sondern zählen genau nur wieder 90 Minuten, fighten und alles geben, dass wir diese drei Punkte, die ganz, ganz wichtig sind, und da ist egal, wie wir die dann wieder einheimsen, dass wir die heimholen, dann fahren wir eine Woche später wieder auswärts wohin und dann schauen wir wieder dasselbe und so geht es Woche für Woche weiter. Und ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis, dass wir wirklich uns immer auf den nächsten Gegner fokussieren, den am ernstesten nehmen, und es funktioniert auch gut. Man muss schon immer sehen, was wir da leisten. Das schaut manchmal leichter aus, als es ist. Und ja, hoffen wir, dass es so weitergeht, die Auswärtsbilanz. Wie geht es, dass ihr so fokussiert seid, dass ihr einfach die Punkte einfach holt? Weil da jeder den anderen versucht, würde er irgendwie abheben, sofort wieder die Flügel stoßen und wieder runterholt auf den Boden der Tatsachen. Wir haben noch immer nichts erreicht. Also es ist eh schön, wenn rundherum alle vom Meister sprechen, aber ich kann nur versprechen, dass wir alles dafür gehen. Ob es dann reicht, das weiß ich nicht, aber natürlich würde man es gerne erreichen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, die Mannschaft, der Charakter in der Truppe, der passt auf jeden Fall. Und deswegen habe ich jetzt keine große Sorgen, dass irgendeiner dabei ist, der Flügel bekommt und abhebt. Wir haben auch im Herbst kaum rotiert in dem Sinn, sondern wir haben immer wieder Spieler gebraucht, so wie wir es heute gemacht haben. Aber wenn etwas funktioniert und wenn wir das Gefühl haben, die Spieler sind auch beim Training gut drauf und körperlich gut drauf, und das passt auch so in der Formation wie klar zum jeweiligen Gegner, dann haben wir auch in der Vergangenheit nicht permanent durchgetauscht. Und deswegen sind wir froh, dass wir jetzt eine Stabilität in unserem Spiel haben. Und das mit unserer nächsten Geschichte, mit dem Luxusproblem auf der Bank, das nehmen die Burschen genauso gerne jetzt momentan zur Kenntnis wie ich, weil wir alle eben wirklich schauen, dass wir Meister werden, und da ordnet sich jeder unter. Das ist nicht so ein Spruch, sondern es ist wirklich so, wenn man sieht, wie sie alle freuen, wenn die Partien ausgehen, dann ist das momentan wirklich gelebte Realität. Ja. Du weißt, du kannst dir nicht zurücklehnen, zwei, drei durchschnittliche Partien reichen, dass du wieder draußen bist aus der Truppe, weil die hinter dir schon wieder in den Startlöchern schauen. Es haben auch sehr, sehr viele gute Junge, die wir hochgeholt haben. Also da kommt auch sehr, sehr viel Positives nach. Da kann ja die Austrianer alle beruhigen. Also die nächsten Jahre ist für guten Nachwuchs gesorgt. Und somit ist der Druck von hinten da. Den brauchst du auch, um gute Leistungen zu bringen. Und somit denke ich, der Grundstein ist eh gelegt. Also jetzt müssen wir schauen, dass wir einfach nur so weiter tun und alle ruhig bleiben. Alle miteinander ruhig bleiben.